Hallo Mädels, das sagen deine Fingerabdrücke über dich aus. Erstens, dein Fingerabdruck ist wie ein Wirbel. Menschen mit Wirbeln als Fingerabdrücke sind ungeduldig, aber frei von Neid. Sie haben viele Talente und analysieren aufmerksam ihre Umgebung. Deine Fingerabdrücke kringeln sich wie Schnecken über deine Fingerspitze. Deine Ungeduld führt dazu, dass du häufiger gestresst bist, als es eigentlich der Fall sein müsste. Gerne analysierst du andere Menschen, während du gleichzeitig deine eigenen Gefühle nicht zeigst. Dein Mangel an Emotionalität lässt dich auf Außenstehende teilnahmslos und zurückhaltend wirken. Außerdem bist du recht sprunghaft, was deine Gefühlswelt angeht, und bist oft selbst damit überfordert. Häufig fängst du eine Sache an, bringst sie aber nicht zu Ende, weil du nach kurzer Zeit das Interesse verlierst. Du bist ein belesener Mensch, der sich Wissen schnell aneignen kann. Zudem hast du viele Talente, von denen du selbst zum Teil gar nichts weißt. Häufig sind Menschen mit Wirbelfingerabdrücken an Naturwissenschaften oder technischen Berufen interessiert. Menschen mit diesen Fingerabdrücken neigen oft dazu, viele Vorhaben gleichzeitig anzufangen und sie dann schnell wieder aufzugeben, weil sie das Interesse daran verloren haben. Diese Menschen haben oft eine sprunghafte Persönlichkeit, sind unberechenbar und halten mit ihren wahren Gefühlen hinterm Berg. Sie sind oft mit sich selbst unzufrieden und zweifeln alles und jeden an. Sie suchen in sich selbst nach Erkenntnissen, ihr Wissen lesen sie sich dafür an. Sie wirken oft phlegmatisch, manchmal teilnahmslos. Sie reden ausdruckslos, leise und ein bisschen langsam. Wenn du die Wirbel auf deinen beiden Zeigefingern trägst, bist du ein großer Denker. Menschen mit diesen Fingerabdrücken haben oft großes Interesse an Forschung, Rechtswissenschaften oder am Programmieren. Menschen mit Wirbeln als Fingerabdrücke sind vielseitige und komplexe Persönlichkeiten, die oft selbst gar nicht wissen, zu was sie eigentlich alles in der Lage sind. Zweitens, dein Fingerabdruck sieht aus wie ein Bogen. Deine Fingerabdrücke zeigen Bögen, die quer über deine Fingerspitze verlaufen, und sie verlaufen in einen leichten Bogen von links nach rechts, ohne den Umweg einer Schleife zu gehen. Du giltst als selbstsicher oder auch sturer Mensch. Dich von einer Meinung abzubringen ist so gut wie unmöglich. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass du hin und wieder Probleme hast, dich anzupassen, was manchmal zu Konfrontationen führen kann. Für deine Freunde bist du allerdings ein Fels in der Brandung. Durch deine Loyalität, Zuverlässigkeit und Treue bist du ein ausgezeichneter Lebensgefährte. An schlechten Tagen bist du ein schwer beschäftigter Mensch, der sich gerne durch Musik oder auch Kunst Ablenkung verschafft. Menschen mit diesem Muster gelten als energisch und selbstsicher. Man sieht diesen Menschen in ihrer gesamten Körpersprache ihre Selbstsicherheit an. Manchmal kann diese Sicherheit aber auch schon an Sturheit grenzen. Sie stehen zu ihrer Meinung, ändern sie nur selten und es fällt ihnen sehr schwer, einen Irrtum zuzugeben. Menschen mit diesem Muster haben oft Probleme damit, sich anzupassen und auf andere zu hören. Ihre Erfahrungen sammeln diese Menschen am liebsten durch konkretes Handeln. Menschen mit Bögen als Fingerabdrücke lieben Musik und Kunst. Wenn es ihnen schlecht geht, müssen sie sich irgendwie beschäftigen. Man sollte von diesen Menschen nicht allzu viel Nachgiebigkeit erwarten, aber das kann auch gut sein. Sie sind außerordentlich treu, zuverlässig und für ihre Freunde da. Drittens, deine Fingerabdrücke sehen aus wie eine Schleife. Deine Fingerabdrücke bilden enge Schleifen, die von innen nach außen immer breiter werden. Diese Fingerabdrücke sind die am weitesten verbreiteten in Europa. Du bist ein fantasievoller, offener und fleißiger Mensch. Durch deine offene Art hast du kein Problem, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen und du schließt schnell neue Freundschaften. In beruflicher Hinsicht bist du zuverlässig und verantwortungsbewusst, aber eher passiv. Aufgaben, die dir allerdings zugetragen werden, erledigst du mit besonderer Hingabe. Für deine Freunde bist du ein Segen, da du für sie immer da bist. Deine Hilfsbereitschaft zeichnet dich aus und deine Kommunikationsbereitschaft erstickt aufkeimende Auseinandersetzungen im Keim. Doch Vorsicht, durch deine Tagträumereien kann es schnell passieren, dass du als naiv abgestempelt wirst. Manchmal ist es besser, wenn man seine Gedanken nur der besten Freundin erzählt. Menschen mit solchen Fingerabdrücken gelten als sympathisch und hilfsbereit. Darum sind sie oft sehr beliebt und finden schnell Freunde. Sie sind fleißig und verantwortungsbewusst, übernehmen aber nur selten die Initiative. Menschen mit einer Schleife als Fingerabdruck sind kommunikativ und aufgeschlossen. Sie sind meistens gesundheitlich topfit, obwohl sie als Kinder manchmal auch kränklich gewesen sein könnten. Menschen mit diesem Muster gelten als zuverlässig, auch wenn sie allzu mühsame Arbeit, an die sie nicht hundertprozentig glauben, eher meiden. Wenn du an all deinen Fingern Schleifen hast, besitzt du sehr viel Fantasie, wobei allerdings die Gefahr besteht, dass du ein Tagträumer bist und auch manchmal ein bisschen naiv wirkst. Viertens, deine Fingerabdrücke sehen aus wie eine Doppelschleife. Dieser Fingerabdruck gleicht ein bisschen dem Yin und Yang, das asiatische Zeichen.
Menschen, die diese Art von Fingerabdruck haben, wird nachgesagt, Lügner zu sein und einen Hang zur Kriminalität zu haben. Außerdem sind sie in Beziehungen eher schwierig, da sie emotional oft nicht sehr stabil sind. Allerdings haben sie ein hervorragendes Einfühlvermögen und größtmögliche Empathie, was sie zu gern gesehenen Vermittlern macht. Was du natürlich unter all diesen Kriterien beachten musst, ist, dass du nicht an allen Fingern die gleichen Fingerabdruckmuster hast. Daraus ergeben sich dann natürlich verschiedene Mischformen von Charakteristika. Wäre ja auch komisch und sehr langweilig, wenn wir alle gleich wären.